Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tungsdorf. Boxer übernimmt jetzt meinen Job hier als Abfahrer. Und der Leo ist noch im Häcksler. Jetzt muss ich mal gucken. Der Boxer hat gesagt, er hat jetzt alles stehen und liegen gelassen, um sofort diesen Job hier auszuführen. New Holland. Was ist denn das hier? Achso, das sind die Ballen vom Leo, genau. Genau. Hago wieder mit dabei, Boxer und Leo. Lass mal gucken. Steyr. Was ist das hier? Oh Gott! Oh Gott, das ist diese Seemaschine. Boxer, brauchst du die hier noch? Nee, du könntest probieren, das Feld irgendwie die eine Kante hinzusehen, aber ich glaube nicht, dass es klappt, weil okay. Da steht die ganze Zeit, das Feld besitzen sie nicht oder wie auch immer. Achso, da sind die Feldkanten falsch gesetzt? Ja, denk schon. Okay. Ist egal, dann nehme ich den New Holland und hol mir jetzt mal ein paar, wie nennt man das? Silo-Geräte? Heißt das so? Glaube schon. Was haben wir denn hier? Silageschild? Gekauft. BM-Modi, das ist auch gekauft. Und was nehme ich für vorne? Also für hinten? Gewicht normales oder wie? Ja, hast du ja schon gekauft. Nein, warte mal. Für hinten nehme ja, ich... Ja, ich denke... Ja. Eigentlich nimmt man den Haken hinten, ne? Aber wir haben ja kein Gewicht. Oh, das wird noch ein Problem werden, glaube ich. Ja, ich kann gerade nicht nachgucken. Nee, ist okay. Da gibt's wohl... Also ja, vorne... Ich glaube, irgendwie an dem Gewicht musst du dieses gelbe Teil reinmachen. Das oder? Ist schon klar, das ist die Fräse. Ja, Röver-Gedöns heißt das. Genau, das weiß ich schon. Okay, ist egal, wir testen das jetzt einfach mal. Heute fahren wir wieder mal mit unserem guten John Deere 6210R. So, lass mal gucken. Muss mal gucken, was die Leute hier machen. Hago fährt noch Holz ab, sagt er? Letzte Fuhre, jawohl. Letzte Fuhre, sehr gut. Das hat jetzt wirklich wahnsinnig viel Geld eingebracht. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Aber wir brauchen dieses Geld auch, ne, weil... Für zukünftige Anschaffungen muss dringend Geld her. Oh, Leo, da ist noch einiges zu tun, ne? Das wird ewig dauern, ne? Wahnsinn. Ja, okay, dann haben wir es, aber haben wir erstmal genug. Aber jetzt musst du mal jetzt das Bild vorstellen, wenn du jetzt, ich hoffe ja, dass gewisse Personen bald mal hier schaffen, die Mod zusammenzukriegen. Und wenn du das dann mit zwei, drei Leuten hier häckselst, dann gespannt. Ja. Das ist schon was anderes, ne? Das sieht schon richtig geil aus. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir, dass es Leute gibt, kann man ja offen und ehrlich sagen, die haben da kein Problem damit, 3-4 Stunden zu häckseln, ne? Also die fahren da richtig drauf ab. Ja. Ja. Nenn mir einen Namen. Ich weiß jetzt keinen Namen, weiß ich wirklich nicht, aber so mancher Zuschauer hat schon oft erwähnt, also 3-4 Stunden häckseln ist eigentlich normal. Und deswegen auch kein Problem. Kein Problem. Das macht bestimmt mit GPS richtig viel. Also, das macht schon. Jo. Macht richtig Spaß, wenn du einmal eine Taste drückst, der Häcksler fängt gerade aus, ohne dass du irgendwas machen musst. Deswegen. Du einfach nur zu. Das macht richtig Spaß. Deswegen, Leo, ja. G27, ne? Ja, dann wirklich nicht Steuerung B, sondern dann wirklich Taste 3 bei mir. Und letztlich aber nichts. Du bist der Spaßbremse. So, ja, wahrscheinlich wird es so sein, wie du sagst. Tatsächlich. Okay. Soll ich damit abfahren bei euch oder wo soll ich? Das ist eine gute Frage. Müssen wir mal gucken gleich. Hier liegen noch ein paar Baumstämme rum, ne? Ja, die sind aber dahin gebackt. Wo fahre ich denn eigentlich gerade hin? Ich weiß es nicht, wo du hin willst. Ach du Schande, ich bin völlig falsch hier. Hago, könntest du machen, dann bräuchten wir aber noch einen Fliegel. Also, ein LKW hätten wir ja. Aber ja, einen Anhänger bräuchten wir noch. Könnten wir. Wir haben doch noch einen Anhänger, den blauen. Was für einen blauen? Ach, genau. Blauen. Der muss aber mit Trecker fahren, den kannst du nicht mit LKW fahren. Ja. Fahr ich mit einem Traktor. Traktor? Bulldog. Okay. Ich fahre jetzt hier rein. Genau, hier rein ist gut. So. Boxer, hast du wieder irgendwelche Grüße loszuwerden? Nee. Momentan, Ich habe zwei bekommen, tatsächlich. Über die E-Mail LB Hof Bergmann immer noch, was ja noch funktioniert, ne? Einmal der Jonas, was steht da noch dabei? Moment mal, Jonas und Frederik. Sie haben sonst nichts dazu geschrieben. Einfach grüß mal Frederik, grüß mal Jonas, das war's. Okay. Aber gut. Aber, ne, ihr seht, wir grüßen auf allen erdenklichen Sachen, die wir reinbekommen. Also, wo bekommst du die meisten rein? Facebook oder YouTube-Kommentare? YouTube-Kommentare. YouTube-Kommentar, okay.
Wobei man sagen muss, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn das immer ein wenig dauert. Denn, wie gesagt, wir nehmen das ja immer ein wenig, ein paar Tage vor. Ja, ja. Auf. Nee, muss man natürlich, weil es sind nicht jeden Tag so viele Leute da und es deswegen. Wir möchten auch mal was anderes spielen, nicht nur LS, deswegen nehmen wir das ein paar Tage vorher dann auf. Na, habt ihr Spaß? Ja, wunderbar. Guck mal aus dem Fenster. Ja, ich hör's doch. Hast du den Finger gesehen? Ich wollte gerade sagen, habe ich da gerade nicht den Finger gesehen? Ach ja, ist das schön. So, ich fahre mal den Silo hier fest, ne? Muss auch jemand machen. Wie läuft denn das? Muss ich die Walze auch anmachen? Wahrscheinlich schon, ne? Damit kannst du das, verteilen oder so. Verteilen? Ah. Also das ist so wie so ein, ich glaube, du hattest mal auf der Belgique vor, wie so ein Schild, nimmst du auf, schiebst du irgendwo hin oder... Oh. Apropos Schild, wollten wir nicht die Silo-Extension mit reinnehmen? Au, stimmt. Stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt es mir auch wieder ein. Du hast auch deine Checkliste angeblich. Schreib das mal da drauf. Da steht nur drauf, der Leo am ja. Leo häckseln. Leo häckseln steht da drauf. Punkt 1, lass den Leo häckseln, bist du vergast. Da würde der Häcksler kaputt gehen. Glaubst du? Ja. Leo, wir können auch tauschen, wenn du das möchtest. Nee, der Leo, der sitzt das jetzt aus. Kannst du dir angucken. Jetzt ist extra hier gerade gezogen. Und jetzt will er übergeben. Ja. Ja, das funktioniert aber tatsächlich richtig gut hier mit dem Verteilen. Ich nehme das jetzt hier auf und dann ein Stückchen weiter vorne lasse ich das wieder ab. Das funktioniert einwandfrei. Lang. Die Beschleunigung des Motors ist schon heftig. Muss halt sagen, wenn jemand angeschossen kommt mit so einem LKW. Okay. Ich glaube, ich mache das sehr gut. Also, es sieht sehr professionell aus, was ich hier mache. Jo, es riecht hier so ein bisschen, oder? Na, was habt ihr denn? Habt ihr wieder... Nee, Werner macht das immer sehr gut. Ich mach das, da kannst du davon ausgehen, Leo. Also, da. So, was war jetzt hier? Ah, was? Okay, ich kann noch... Okay. Zusatzgewichte läuft. Tempomat anmachen. Was hast du denn? Der Leo will das. Ich bin nervös, alles. Wie er ständig rauf und runter fahren. Der Leo will das in Ruhe genießen, das Häckseln. Ja. Moment, ich. Ich glaube, ich mache mir mal kurz da irgendeinen Film an. Film? Willst du vielleicht duschen gehen? Dummy Hago? Und so nebenbei auf dem 10. Monitor. Ja. Oh, 10. Monitor. Ja, der Leo, ne? Nee, wie viel hast du nochmal? 4? Nee, 3. Nee. 3. 3. 3. Würdest du einen 4. angeschlossen bekommen? Ja. Oder spielt er die Grafikkarte nicht mehr mit? Doch. Ja? Aber nee. Du hast 3, Werner, oder? Ich hab 3, ja. Und Hago? Buben Hago? Ich? Ah, da ist er. Einen. Okay. Ich weiß aber nicht, das ist irgendwie so, wie soll man das beschreiben? Weißt du, es funktioniert mit einem, ne? Muss man auch so sagen. Aber dann hast du 2, dann denkst du dir, ach, 2, dritter wäre schon noch geil. Dann hast du 3 und dann. Ja. Warte kurz. Wenn man eine gute Internetleitung hat, glaube ich euch das. Ja, du hast ja das Problem bei dir, dass du das scheiß Internet hast, ey. Ja. Darf ich mal kurz was sagen, dass Unity Media bei uns hier 100 Mbit anbietet? 100 Mbit? Bei uns ist 250 Mbit? 400. Ja. Was ist los? Aber nur für Business, oder? Nein. Okay. Aber wie teuer ist das mittlerweile? Moment. Das ist nicht allzu viel. Hast du gerade 400 gesagt? Ja. 400. Stopp. Ohne Witz. Platz da, Renner. Was labern die? 400. Hago, was hast du für eine Internetleitung? 40er. Scheiße. Okay. Hago. Hey, warum macht denn jetzt nicht das Ding hinten offen? Das ist ein Kipper. Aber schon krass, ne? Also, was hast du denn für ein Upload? 20 Mbit. Boah, Alter. Ich geht nichts rein in meinen Anhänger. Ja, du musst den Aufbau ändern, Hago. Ja, wie? Aufbau wechseln?
Boxer. Oh. Ohne Witz. Der Typ, ne? Der Typ. Ich sollte doch mit New Holland arbeiten, hast du doch mal gesagt, oder? Ohne Witz. Ich bin mal ganz kurz hier. Boxer. Nee, das geht nicht. Ich kann da. Nee. Da kann ich nicht drüber weggucken. Das gibt eine Verwarnung. Ja, aber ich soll. Was zum. Ja, guck dir das mal an, was der hier macht. Die Bremse war ein bisschen. Boxe, lass das jetzt. Mach. Moment. Ja, ich mach das. Geh weg. Nein, alles gut. Alles gut. Ich mach das eben zur Seite. Hol doch einfach den Hänger und mach das damit. Ja, nein. Aber ich muss jetzt eben hier das wenigstens zur Seite räumen, dass weiter gearbeitet werden kann. Oh, Werner. Alter. Mach doch nicht lange hier rum. Einfach mit dem Schild wegschieben und fertig. Essen ist da. Hier? Ja, ich bin voll am Durchdrücken. Vorwärts hier oder? Ich mach das wieder mit dem Hänger. Oh, der Witz. Pago, weißt du noch, bei den 13er gab es so einen Mod, ne? Da konntest du das Schneidwerk doch einmal aufklappen. Boah, den haben wir hingestellt. Das erwartet, ja? Ach nee, ihr mit euren XXX-Gedünsten auf dem Mod-Server, ne? Boah. Ich könnte ja jetzt sagen, bei Benner gibt es nichts XXL, aber das wäre jetzt schon wieder ein bisschen. Das wäre gemein. Das wäre genau deine Liga, Leo. Da wissen die Leute genau, das ist der Leo. Aber dann, sonst würde das Walter später sagen. Von daher ist das nicht schlimm. Ah. So, ich mache das hier jetzt nochmal aus, weil ich glaube, das ist ja nicht genug, was wir hier gemacht haben. Wo hast du den Ballenanhänger eingestellt? Der ist am Hof. Am Hof, am M1 dran. Boxer, du solltest jetzt aber... Ja, ich hab Hagos Füllstand im Blick. Guck mal, er hat einen Steier dran. Ja. Nicht schlecht aus. Ja. Ich finde bei dem Steier die Innenanzeige also ziemlich cool. Die ganzen. Hast du keine Eier, kaufst du dir einen Steier. Hallo. Was soll das denn jetzt schon wieder? Es ist halt, Entschuldigung, so ein Schnack. Ohne Witz. Gibt's da noch mehr? Fan für Arme. Ja, nee, der ist nicht so cool. Hast du noch einen? Nein, hat er das nicht. So, der Hage wird gemutet jetzt. Ohne Witz. Ach, der hier einen guten Steier zu nicht. Das kann doch nicht sein. Aber in den Kommentaren habe ich gelesen, der Steier kommt ja aus Österreich, aber es kommt noch irgendwas aus Österreich. War das denn? Werner. Ja. War es nicht. Weiß ich. Ist ernst gemeint jetzt? War das nicht Fendt? Fendt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war Fendt. Hat kein Bock mehr, Argo? Man kann am Ende übernehmen, dann braucht man nicht zwischendurch wechseln, muss Leo nicht anhalten. Oh, okay. Das darfst du dem Boxer nicht sagen. Ich würde aufpassen mit den Ballen da. Ja, was? Ich stell den Trecker jetzt davor, ohne Witz, weil sonst gibt's ein Unglück. Boxer, schalt die Telefonmaten an. Ja. Da, Leo, bekommt doch graue Haare mit dir. Warte, ich muss. Auf 10 und dann 3 drücken. Mehr nicht. Wo fährst du hin? Geh, Boxer, lass es gut sein. Ja, er macht jetzt auch. Jetzt ist 10. Gut. Oh, Hago, du hast aber aufgeladen heute, hä? Was ist das denn für ein Strohhaufen hier? Das war Boxfresh. Oh. Ja. Was läuft. Läuft, yay. Ich hol gleich den Hänger ran und dann aufgeladen. Schaffst du? Kommt nicht vom Fleck hier. Natürlich. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus sogar. Ach, der Steier ist schon ein Traum. Ne, Hago? Ja. Ja. Ist so eine Rakete. Was? Ich weiß nicht, was ihr wollt. So, Hager, hier nicht reinfahren. Hier? Ja, genau so. Danke. Jo. So angenehm, Leo. Wunderbar. Leo träumt halt vom Häckseln. Hey. So, wo seid ihr? Jetzt kann wieder von oben runter gehen. Hallo. Fährt aber auch wie meine Oma. Ja, Leo fährt. Was erwartest du? Kannst du in der Werkstatt aufdrehen, die Kiste, Leo? Müssen wir machen, ja. Sollten wir auf jeden Fall so tun. Damit ihr wieder. War das nicht im 13er so? Hat ihr da nicht irgendwas aufgepimpt? Wollen wir nicht noch einen zweiten Hektar kaufen und dann zu zweit häckseln? Und der ein Abfahrer fährt in der Mitte? Können wir gerne machen. Das können wir aber erst nächstes Mal machen, weil heute sind wir schon wieder fertig.
Und ich muss jetzt ganz schnell abmoderieren, weil ich habe keinen Platz mehr auf der Festplatte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr, sehr nett. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.